Was war das für ein geiles Eishockey-Derby in der Dresdner nicht ganz ausverkauften Energieverbund-Arena. Die Dresdner Eislöwen gegen die Lausitzer Füchse. Und die Lausitzer Füchse begannen ganz, ganz schlau. Sie nahmen nämlich den Dresdnern die Butter vom Brot. Sie haben 12 Minuten lang gespielt, wie aus einem Guss. Sie haben von links geschossen, sie haben von rechts geschossen. Aber immer wieder stand da hinten drin einer, der alles, aber auch fast alles gehalten hat. Der Eisenhut mit 5 Fanghänden. Und mit glänzenden Paraden hat er die Null gehalten. Selbst ein 5:3 Überzahlspiel hat ihm nichts ausgemacht. Und so standen die beiden Nullen nach dem ersten Drittel. Das zweite Drittel genauso wie das erste, aber diesmal hoch und runter. Beide mit Kampf, beide mit Einsatz, beide mit Leidenschaft. Und eigentlich war das 0:0 schon vorprogrammiert. Aber Sekunden vor der Drittelpause war es dann der Dresdner. Mit einem Schlagschuss war es Jordan Haywood und es stand 1:0 für die Eislöwen. Da sind sie runtergefahren vom Eis, die Lausitzer Füchse. Da waren sie traurig, aber sie wurden von ihrem Trainer nochmal aufgefordert. Kommt, hier ist gar nichts verloren. Hier gewinnt der, der unbedingt siegen will. Und das haben die Lausitzer dann auch getan. Zunächst der Ausgleichstreffer. Hayes guckt ganz genau, da steht ja der Jordan George. Und von dessen Schläger geht der Puck rein. 1:1. Von da an tobte das Spiel. 1:1. Hoch und runter. Beide Torhüter, die besten in ihrer Elf. Sie waren überragend an diesem Abend. Aber es blieb beim 1:1 nach ganz genau 60 Minuten. Und dann gab es eine Überzahlsituation. Denn der Dresdner Knackstedt hatte Sekunden vor den 60 Minuten Abläufen richtig schön das Bein stehen lassen. 2 Minuten, damit Überzahl 4:3. Diese Überzahl, die nutzte dann Seriano mit einem Hammer oben rechts in den Winkel hinein. Sensationell zur 2:1 Führung in der Overtime. Bedeutet Weißwasser nicht nur in der Overtime im Heimspiel erfolgreich, sondern auch in der Overtime in Dresden erfolgreich. Und damit haben sie natürlich zweimal eine Nasenlänge voraus vor den Dresdnern. Dürfen glücklich sein. Und knüpfen vielleicht auch wieder an. In der letzten Zeit gab es ja einige Niederlagen. Kommen mit ihrem 4. Platz gut zurecht. Und wir hatten schon am Sonntag gegen Bad Nauheim. Allerdings dann mit ein bisschen schwindender Kraft zeigen, dass sie gewillt sind, auch weiterhin vorne mitzuspielen. Schön war dieses Derby, aufregend war dieses Derby. Und am Ende waren die Füchse die Schlaueren oder vielleicht doch nur die Glücklicheren. Punkt. Thank you.